Kennst du mich? Keine Ahnung. Thank you.
eventuell später noch. Ja. G-Pipes never sign up. No way. Oder ist es so? Ist der G-Pipes dabei? Dumb Piper. Vielleicht möchte ich auch früher gehen oder so. I hate Pipers. He's gonna need to show the CRT to Der hat, glaube ich, immer 0-2 gespielt, deswegen. Oh. Wenn er mal hier war, vor ein paar Jahren. Okay, ich will jetzt sagen. Also, ich muss ihn mal unternehmen. Ich will zwar natürlich auch auf die Leute machen. Oh, das ist ein Schiff. Ich bin super. Ja, der ist über mir, ja. Joe Bracket. Wir? Erste Runde, oder was? Wir möchten aber als allererstes Bob Tage gegen Benno und Sweeney. Oh, Benno muss er nicht. Bob, ich bin Benno. Aber das war auch Lucius machen diesmal. Das war Lucius machen. Also, Benno und Bob. Bob, Benno. Das sagst du auch nur, weil du Lucius kommst, oder? Natürlich. Ich werde mir mal erstmal. Oh, ich werde Paff dir doch so. Wird die Paff oder? Thank you.
sagen, damals war das ja auch schon. Der hat so ganz theatralisch aufgehört. Und dann so immer so halb gequittet und immer hat es tatsächlich gemacht. Ja. Was man respektieren muss. Dass er es tatsächlich gemacht hat, aber seitdem gäbe es dann wirklich einfach keinen Schuss. Und dadurch, dass Benno jetzt irgendwie 3 Jahre nicht hier war, haben wir die einzigen Geschichten, die wir gespielt haben, sind einfach Leute von außerhalb, die zu Besuch kamen für einmal. Das ist interessant, es waren echt viele Leute echt so Defizite geschieht und er macht keine Übung. Weil das einfach ja, genau, du musst halt, also wenn du halt keine Übung gegen den Charakter hast, dann kommst du einfach auch mit anderen Sachen durch. Aber würdest du sagen, es gibt so eine prozentuale Verteilung, was so Most-Play-Character ist? Ja. Also die High Tiers sind dann meistens vertreten, so Fox glaube ich am allermeisten. Hier geht's. Was? Hier gibt's kaum Fox. Was? Hier gibt's kaum Fox. Hier nicht, aber es gibt schon einige. Aber halt so Fox ist wahrscheinlich so im Schnitt der meistvertretene Charakter. Dann wahrscheinlich so Marv, Falco, Sheik, Falco und so im Dreh. Einer von denen. Und dann so Peach, Pummeluff. Dann geht's wahrscheinlich ziemlich genauso wie die Tierlist runter. Je schlechter der Charakter ist, umso weniger wird er gespielt. Ja. Es gibt ein, zwei, die so einfach ein bisschen anerkannt sind, also die machen Spaß zu spielen. Die sind so ein bisschen beliebt, die sind dann ein bisschen überrepräsentiert. So. Also wer? Ich sage vielleicht Yoshi. Weil der auch ein bisschen so ein besonderer Charakter ist und eigentlich ganz gut dafür, wie schlecht der eigentlich ist. Das ist ein bisschen ja, ein bisschen unintuitiv, aber das ist so ein, der Charakter hat einfach so viele so lustige, nette Sachen, die er machen kann, auf die die meisten vorbereitet sind. Und einer der besten Spieler der Welt, Japaner. Spieler Japan. Die bin, ach, hast du so einen Bezug zu Japan? Ich hab ihn tatsächlich mal ein Match gezogen. Ja. Oh. Aber ich glaube, viele Leute sind halt Fans von dem auch. Und sind so, oh mein Gott, ich muss diesen Charakter spielen, weil der macht mega Bock zu spielen. Und so, du kannst so ganz viele lustige Movement-Sachen machen mit anderen Charakteren. Nicht da. Er hat so, ja, ist ein schön designter Charakter eigentlich. Deswegen gibt es ganz viele von denen. Aber sonst ist, glaube ich, alles wirklich so die Kurve geht, also quasi. Je weniger gut der Charakter ist, umso unbeliebter. Mit Ausnahme von so den zwei, drei Charakteren, die einfach mega scheiße sind. Das muss das aber Spaß haben. Peach wieder. Mewtwo. Die sind aber alle schlecht. Pikachu ist auch noch einer, ich weiß nicht, ob ich das so klein ist, weil das war auch so ein Turm, der halt spielt. Sehr gut auch ist damit. Der hat dann viele Fans, die sagen, ich möchte wie er sein. So, muss ich gegen ihn spielen? Ich würde ja auch in Top Tiers spielen, aber ich finde ganz ehrlich, ich finde Top Tiers sehr langweilig. Ist er auch. Wenn du die ganze Zeit mit der Art zerstört, dann muss er. Abgang bei euch? Nice. Das ist so ein toller Charakter, aber das ist doch kein Spaß für die Spaces. Moment, heißt das etwa? Nein, dann ist er nicht da. Ja, vor allem Miri ist doch gar nicht. Wollte Miri noch kommen? Unklar gerade. Let's go. Was spielen? Jo. Also sie wollte eigentlich zu Hause bleiben, sie hat sich glaube ich etwas Kannabutter gegeben, weil LNG-Kondome sind zu entspannen. Was sehr, sehr irregular ist, da habe ich ein bisschen gewundert. Achso, das ist das Ja. War auch halt ein stressiger Tag und dann meinte sie halt so viel zu vorbeikommen und ich war so, nee, ich muss morgen mit meiner Mutter noch. Was das Benno Palu gewonnen hat. Wer gewonnen? Benno. Ja, das ist crazy, Alter. Und jetzt auf Target Losers Round 1, what the fuck? Ja. Krass. Guck mal, wie falsch das aussieht. Neben Office in einer Welt. Naja, das ist halt. Ich bin halt im Losers Round 2 direkt. Er hat halt zwei Deppens, weil er zwei andere Plätze in die Haare. Ja. Komisch. Thank you.
Meine sind damit willkommen. Es spielen Office RP. Office in Slot 1, RML in Slot 2, 00. Sieht aus, als ob es gleich losgeht. Das sieht nicht nach Handwarmers aus. Office mit einer 4-Hit-Combo. 5, 6, let's go. Office in dem Floating-Match hat natürlich sehr. Oh! Oh, er rettet ihn. Und er tötet ihn. Oh mein Gott. Ja, throw up air. Bread and butter. Oh shit. Oh mein Gott! Sie droppt ihn mit der Bombe into the turtle. Oh. Oh, mit der Appel, mit der Landing Appel noch getroffen, obwohl sie sich runtergekniet hat. Speed spotted. Oh. Der kriegt er? Ja. Oh, jetzt ist er am Swag Song. Einmal im Stream. Schon was aufdrehen. Sichlor, die Peach ist RML. Das Ärmel. Ja, den kennt hier keiner, weil wir nie Losers on Stream zeigen. Wir zeigen immer dieselben Leute. Finde ich ein bisschen schade, deswegen habe ich meine Losers on Run einfach mal on Stream geschickt. RML ist super Spieler, ist cooler Typ. Ist, hat sonst auch Game Watch gespielt. Aber ist jetzt bei der Peach. Und kriegt einer näher von. Office reingedrückt. Oh. Ui. Einer der Mitbewohner, die immer das Mittwoch jedo hosten. Ein kleines Smashfest, was sich inzwischen fast zum Weekly entwickelt. Aber bei dir zu Hause halt. Und ohne Turnier, aber halt mega nice. Nur auf dem Schlachtfeld zeigen, dass er auch hier nichts zu unterschätzen ist. Backhair into Downsmash. Der Turn ist dann aber perfekt und der Grab ist nichts, war auch eine gute Vorlage und der schlägt einfach einen rohen F-Smash von der Stage. Ich habe das Gefühl, näher auf Shield würde ihm ein bisschen helfen, wenn er mal so Float Cancel näher auf Shield. Macht Dennis mal gegen mich und fickt ein bisschen. Office ist jetzt immer mehr auf Projectiles hier, um Peach rauszuhalten. Er könnte über seinen Turn-Ups anformen. Oder er muss irgendwie rein. Er kann nicht einfach stehen und S-Smashen. Ja. Hier sitzt es. Jetzt ja. Du musst noch eine Weile warten, dass irgendjemand angefangen kommt hier und. Konatia ist das NRW, Mann. Ja. Ich habe vorhin gewundert. Ich habe Kurobi nicht gesehen. Ah. Das ist ja, ja. Nee, das schon gemeint. Zwischendurch war er hot auf die Sonne. Okay. Das war letztes Jahr, vielleicht vorletztes Jahr noch. Also ich muss aber sagen, schon Kurobi war ziemlich laut hier. Und NRW-Mann ist eigentlich schon. Also ist schon nice. Nee. Okay. Es ist besser als Kurobi. Guten Martin. Oh shit. 1-0 Office? Ja. Oh no, ich hatte schon ein paar. Das war ein Struggle. Das ist so Finley, Willy, ja. Finley? Swashing Pink. Jetzt muss man warten, bis Swashing Pink bei den Spielen gerade anfangen können. Ist dir so gegangen? Gut. Ich komme jetzt nicht mehr ganz so oft. Alle zwei Wochen. Aber ich habe so viel Zeit, aber. Ja, ich hatte zwischendurch im Gesundheitsamt gearbeitet, zum Scheiß, Pandemie. Ja, ich hatte Pandemie. Ich war jetzt bis April und jetzt, seitdem konzentriere ich mich mehr auf die USK. Da bin ich Tester und teste Videospiele. Ja, schon ein bisschen. Ich habe mal so mit 11 oder 12 auf YouTube oder so viel gesehen, so, dieser Mann ist USK-Tester. Der Ast inspiriert.
Da meinst du, ja, klingt lustig, aber werde ich eh nie. Und hab irgendwann einen Kumpel so gepostet, übrigens ist USK so ein Tester neu. So. Ich habe mich auch Spaß geworden, dachte eigentlich, die nehme ich eh nicht und ich will eigentlich eh nicht annehmen, weil ich habe ja die Pandemie und so. Ich wollte eigentlich mehr studieren, aber es ging dann doch nicht, deswegen hatte ich doch Zeit für die USK. Jetzt bin ich da und fahre mit denen noch auf die Gamescom. Das ist interessant, dass du so. Hast du dann im Prinzip so ein Zettel oder was, wo du guckst, die Kriterien müssen eingehalten oder was? Wir kriegen so eine sichere Bibel, ja, so ein Buch zum Blättern. Es sind so 10 Seiten beschreiben, wie man ein Spiel beschreibt und so, und worauf man achtet. Und 40 Seiten verbotene rechtsextreme Symbole, ja. Die man alles wissen muss, keine Ahnung. Weißt so, du, also du bist so der Typ, der sicherstellt, dass Wolf ist da so nicht in der nationalen Version genannt. Also, nächstes Gesetz, wir rechnen es einfach im Gesetz. Eigentlich sollte es nie verboten sein, also, weil die Klausel gab es ja schon damals, die Verhältnismäßigkeit, dass eben Nazis sind die Bösen, du kämpfst gegen die Nazis, Nazis sind zu keinem Zeitpunkt spielbar oder als gut dargestellt und deswegen darf man ruhig einen Hakenkreuz auch eigentlich zu spielen haben. Aber es war so ein bisschen Überreaktion, dass es verboten wurde damals. Ist das alles also interessant, was wir Battlefield, wo du ja die Deutschen spielen kannst? Ja, aber das sind ja nicht Nazis, das ist der erste Weltkrieg. Ich hab vorher auch letztens ein Beispiel. Ah, dann vielleicht kann er euch das 10 Symbole geben. Ich hab so viele Teile während der 3 Jahre umsonst bekommen. Oh ja, ich krieg auch 3 und 4 und 1 und 5 Teile umsonst. Ja, 1 auf jeden Fall. Ich glaube, es gab noch einen der 2. Ich hab den kurz gespielt. So komisch. Aber ich hab die alle nie gespielt. Ja, meine, also, ich weiß nicht, Epic Games ist ja der Launch, ich hab meine Bibliothek ist über 80 Spiele lang, wo ich 2 gespielt hab. Ja. 2 waren auch Sachen, die ich mir gekauft habe. Genau, genau. Ich habe so ein paar kostenlose Spiele gespielt, so Ape Owl, so kleinere. Aber ja, die meisten. Aber ich habe viele gute Spiele, wenn ich mal Bock habe. Ich habe jetzt nur Cyberpunk auf den Launcher gekauft. Man hat ja das 20 Euro Gutschein gehabt. Genau, genau. Ich habe auch einmal so für eine Hälfte reduziert und dann nochmal 10 Euro. Und dann ich habe auch da Cyberpunk gekauft. Das war ein cooles Spiel. Boah, endlich jemand, der zustimmt. Ich kenne sogar Cyberpunk. Ja, gut, ist buggy, aber. Nicht war es eines der geilsten Spiele. Ich hatte auch PC-Spiele. Das war ja so schlimm anscheinend. Genau. Und schon 2 Monate nachher. Also ich habe auch erst ein halbes Jahr oder so gemacht. Weil am Anfang ist das Spiel wirklich unspielbar. Weil ich von den Clips gesehen habe. Und manchmal war es schon so verbuggt, aber jedes Spiel dazwischen. Oh shit, wer hat den gespielt? Du hast Rennen gewonnen, let's go! Ja, das kommt schon. Ja. In der Armee waren wow, let's go. Ich hatte so einen kleinen Sieg-Tag. Wow. Haben wir mal, oder was? Wie weit sind die hier? 1-0, glaube ich, ist es. Aber fast. Oder 1-1. Noch ist sehr even. Even Steven, oh mein Gott. Dreamland, Peach's Counterpick. Scheint sehr gut zu, für ihn zu funktionieren gerade. Ich hab einen Kumpel, der mit dem Zug auf. Ja, dann das war. Achso, ja, hey, dann easy. Dann das und dann noch Pilot und. Oh! Bomb into there. Doesn't kill because of Dreamland. Ja, auch auf 76%. Youngling ist auch runter pushable. Oh mein Gott! Hat er seinen Jump noch? Nein, aber er kam mit der Bombe. Wenn er explodiert! Er explodiert nicht! Und die Bombe ist nicht rechtzeitig explodiert für seine neue API. Und er mit Counterpick hat funktioniert. Oh, er fällt direkt durch die Stage. Haut den Pfeil mit seiner Tür. Guter Downsmash, guter Downsmash. Noch ein guter Downsmash. Er steht auf der Plattform, kommt nicht weiter. Oh, auch fürs drangsaliert ihn jetzt mit Schlägen. Und Projektilen. Oh, was geht? Reicht ja gut aus. Was geht? Oh, Julian? What's up? Ach so! Warum heißt er nicht Tafsi? Let's go! Grüße von Jonas Brothers. Und er schmeißt ihn in die Bombe! Oh, schade. Der spielt schon wie lange bei mindestens bei Arcadian, da war er glaube ich dabei. Krass. Ja, schon sehr lange und es kommt sehr oft. Ich glaube, er hat mit Sheik angefangen und danach auf Beaches. Zumindest Game & Watch, oder? Game. Aber nicht lange, I guess. Aber so kenne ich ihn. Dann ist rein theoretisch mein erster Major. Oh mein Gott, er kriegt. Oh, er hat die Stitch nicht gekriegt. Ja, es war das Stitch. Und Office hat die gefangen. RML, nee, G-Pipes, are you coming to Devo today? G-Pipes? Yeah, today?
Der hat. Sign up oder? Morgen ist er ja bei Fett. Fährt dann zu Fett. Oder fliegt er? Ach, morgen erst. Ach, heute ist Donnerstag. Cool. Morgen ist ja nur diese Doubles Crew, International Crew und so weiter. Ah, okay, okay. Ja, dann ist es ja schon da. Und wir hatten irgendwie so einen Cut-Off gemacht, wo wir auch noch nicht reinmachen, weil es dann irgendwie falsch kommentiert. Warum? Dennis-Ersatz. Dennis kann man nicht ersetzen. Dennis ist ein herzensguter Mensch. Alter, auf Tage muss gegen zwei Peaches, zwei Floddies? Nee, zwei Cheeks gegeneinander spielen. Ah, du musst gegen ihn jetzt? Ja, ja, wenn er gegen Strike One gewinnt. Nein. Oh mein Gott, ich. Oh, ist gar nicht verloren. Ich bin in Top 8. Let's go! Let's go! Nee, er ist hier, oder? Wo ist er? Nee, ich glaube, du musst gewinnen für Top 8. Bist du Top 8, oder? Nee, das ist davor ist Top 8. Nee, das ist Top 6. Das sind 8 Leute. Das sind aber 6. Nee, von oben noch. Aber wenn die verlieren, dann geht die hier runter. 4 von 6 sind noch. Die sind hier ja irgendwie da. Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, okay. Crazy. What's up, Ikem? Let's go. What up? Welcome to Jedo. Real life with losers round 1, Ophis RML. Oh, der Grab geht nicht so weit, wie er aussieht. Den könnte man noch buffen. Obwohl, mich kriegt er immer. Oh, er kommt zurück. Er bewahrt sich seinen Stock. Hält ihn sicher, hält ihn warm. Er braucht nur, oh, noch ein paar Prozent, dann kann er auch für die Downer gehen. Jetzt, oh, ganz knapp. Aber Downer tötet er das auf jeden Fall. Ja, wenn er halt nicht den Sweet Spot bekommt. Ja, gut. Und? Oh. Oder Down Smash tötet. Da hätte er doch downen können. Das tötet er auf dem Boden auf Pokémon. Die, oh mein Gott. Die ist so eine, oder Down Smash hier. F-Flash wäre auch gut, aber ist halt. Downte könnte auch schon langsam töten. Ja. Naja. Doch. Naja, so stark ist er auch nicht. So stark ist er auch nicht. Nee, die geht nach unten. Nee, die du schickst erstmal auf den Boden und dann. Oh. 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 Inzwischen recht näher. Komm mal. Oh, Feuer. Okay, okay. There you go. 2-1. Harter Battle. Jetzt die Frage, wo RML seinen nächsten Counterpick hinnimmt. Gegen Young Link, ich würde fast sagen Fountain oder Battlefield. Aus Perspective. Da überlebt man am längsten. Nächster Counterpick. FD wäre für die Projektile zu gut. Ja, er nimmt Fountain. Ein Job. FD wäre halt dann Projektile gegen Projektile. Ja, aber beide. Also, Young Link hat 3 Projektile. Ja, Boomerang ist eigentlich sehr gut auf Plattform. Hm. Na gut. Oh, mit dem Tennisschläger kriegt er runter. Gibt ihm mal Edge. Oh, mit dem Downswitch aber runtergeschickt wieder. Das war smart. Genau in die richtige Richtung. Das Ganze macht er mit Absicht. Er steht mit Absicht an der Kante, lässt den Gegner an sich vorbeigehen und dann macht Downswitch, um ihn wieder von der Stage zu flicken. Macht er das bei dir dann auch, oder was? Das hat er zweimal hintereinander gemacht. Oh, ihn hier killt gerade so. Don't change the channel, next match upcoming. NRW Mann vs. Rivka. Rivka is a Berlin Melee Spieler who last attended like 3.5 years ago. Who is Rivka? Damn. Rivka, Jedo Legende. He is a chic man. Oh mein Gott! Er ist wegzoning. X, calm down. Ja, Rivka ist a sick chic who is 3 out buff target. Great guy. Hasn't been here in a long while. We're all very happy to see him again. Oh mein Gott. I'm very happy to get Benno slashed by him again. Ja. Der Talis spielt gerade gegen einen Cheat-Spieler. Ich dachte, er spielt Fox. Der hat vorhin Fox gespielt. Achso, als Counterpick. Als Counterpick gegen Mann. Lol. Ich bin bei so einem Rivka ist ein Akronym, also eine Abkürzung mit einem Rätsel. Really fast God Aimer. Really fast God Aimer. God Aimer. Woo! Der Downswitch killed. Nice one, Ikem. Ja. Genau, ja, aber dann denkt man, wenn man da steht, ist es keine Ahnung. Oh, nice. Oh, die Double Dash. Shoutouts an Double Dash. Die Double Rolle.
Turbo Dash Attack. Mario Kart? Lass mal spielen. Zerstör dich. Klingt innovativ. Ja, exakt. Wir haben, so Plattform gibt's. Wir haben am Mittwoch eine Folge von Black Mirror angeguckt in der Schule. Nice. So, oh, ich hab deinen. Bounce noch einen. Gerade so, Alter. Ich hab deinen Bimil gesehen, ja. Ja, ist halt krass. Welche Folge? Warum ging's? Warum ging's? Bienen. Aha. So ein Virus, oder? Ja, und jemand hat irgendwie Bienen gehackt oder was auch immer. Irgendwie einer, der halt online so eine Portal gemacht hat, wo man das Herrschaft erteilen kann, der getötet werden soll, nächstes in jeden Tag. Naja, nee, die Folge habe ich nicht gesehen. Ich habe ein paar gesehen. Das eine, wo so ein hyperrealistisches Fighting Game gibt. So ein Fighting Game, wo du so einfach so mit dem Gehirn einloggst quasi. Du machst so, hast so Neurosensors und spielst du mit dem Gehirn. Deswegen ist so hyperrealistisch, alles fühlt sich echt an im Fighting Game. Und dann spielen sie zwei Bros miteinander, einer ist so ein Hot Girl im Game. Und dann machen die rum und haben Sex im Game, weil es sich so echt anfühlt. Und dann so, oh shit, we're not gay, are we? Und beide haben so eine Familie und das ist so ein Struggle. Das ist so lustig. Und dann loggen die wieder ein und so. Bist du fertig? Ja. Oh shit, aber hier ist Last Hit. Oh mein Gott. Er hat mehr aus seinem letzten Leben. Kann Office mit zwei Stocks noch eine Neutral ertreffen. Oh. Er shieldet alles. Alles und jeden, weil er weiß, Younglings Grab ist sucked. Und die Dash Attack. Sie macht es. Was geht hier? Es wirft gar gegen NRW, Mann. Du kannst auch den nehmen. Mal, dass du Rüfters spielen sollst, ne? Nee, ich mach's mal hier einfach. Der ist seit 3,5 Jahren oder nicht mehr. Ah, es war vielleicht mal vielleicht heute mal. Oder Arcadian kann es sein? Nee. Also letztes Mal war bei Arcadian 2. Nein, bei dem kann der Name fangen. Vielleicht wollte er mal kommen. Ja. Aber er muss gegen dich irgendein Ping-Pong-Kart spielen. Das ist so ärgerlich, man. Sogar der Team mit. Aber es ist einfach zu viel. Irgendwann ist es. What's up, Rosarian? Aber es ist gar nicht so weit weg. Ich habe so ein paar Sachen. Nee, ist falsch. Ich bin ein bisschen leider. Aber ich dachte, ich kann jetzt halt das Deutschland machen. Und machen. Ich muss überleben, also ich muss noch nicht mehr. Ich glaube, oder ich mache das Ganze einfach. So, first game. Conzi versus. Conzi versus Benno. Berlin 13 Atze versus Berlin 13 Zed. Die beiden haben Emote, das ist so lustig. Emote. Beim im Chat, oder? Mhm. So. Was gibt's für Emotes da in Berlin, wie die Chat? Channel Emotes. So ist die nicht so. Ach so, sie haben einen als. Ah, jetzt. I got. Nice.
hier ist es klein, hier gibt es keine Stocks. Das Originalbild ist der ja, aber es ist. Das Originalbild ist das Originalbild. Ist in-game der Audio verloren? Ja. Ist es so besser? Ist es besser so? I don't know how loud it is because I can't hear the in-game sound from the PC. Ich spiele halt ein bisschen anders wieder. Ich spiele halt mehr Grounded. Es geht halt sehr viel mit Platzern. Und das ist dann
abends kommt es richtig assi. Weil ich heute nämlich kein Sterni will, obwohl ich Sternimann bin. Oh Gott. Ja, denkt kein, denn niemand mit? Kein wieder. Ich glaube, wir haben noch unten einen Sterni. Ja, genau. Ich werde jetzt nicht das warme Sterni hochbringen. Weil ich habe auch, also, weiß nicht, so lange, weil das halb oder ein. Fuego. Bro. Cool. Cool. Ich dachte, die haben schon wieder. Ja, aber das war die haben gespielt. Dachte ich auch. Vor allem, wenn er bei mir mein Büsches war, war das dann. Und das Final, lass mal warten. Ja, ja. Wir können mit das Final ein bisschen warten. Ja. Weil die fangen gerade an. Die haben die ganze Zeit Friendlies gegeneinander gespielt und sie wussten nicht, dass sie gegeneinander spielen. Mit 10 Friendlies jetzt, fuck it. Ich werde die letzten 3 Friendlies spielen.
Instagram-Reel oder so, wo so einfach... Oland mit dem confusing Rift Attack. I swear our heart is correct. This is the Jonas Brother. Versus the target from above. Oh shit. Commentators are very high, Dolphin Audio is kind of low. Sure, let's turn that up a notch, shall we? I hope it's not too bad now. Please, I turn up Dolphin Audio a little bit. Please go ahead and let us know if that's better. Oh, Rosarian, oh shit, what's up? Bei Smash Brawl muss aus dem Fernbedienung kommen. Ja, genau. Der, ja, ja, auf jeden Fall. Und so crusty. Die Quality ist so scheiße. Der ist so crusty. Oh no, reverse that upbeat. Und damit ist Jonas, aka Rifka, in der Minute. Ist zu laut. Ah! Okay, ich mach hier auch das. So ist auch nicht besser. Ups, das wollte ich machen. Ganz ruhig. Du hast einen ganzen Bildschirm dafür. Ja, da stehen die Prozente. Da sind die wichtigen Prozente, was angeboten ist. 205. Oh, die Math Writers ist real. 218% mit der God Tier Recovery. Oh mein Gott, er kriegt den nicht mit dem Update. Cheek Pancake und der Reverse-Up-B bei 230% fegt er ihn von Battlefield.
Wolftarget having problems killing Jonas here. Jonas getting strong. Wolftarget getting really fed up with getting three sheets in the row. Oh, Jonas hat er das schon runter gemacht. Oh, hold on, dann muss ich wieder ein bisschen runter. Okay, there we go. Okay, jetzt habe ich ja wieder ein bisschen runter. Ich hoffe, das ist. That's what I get for meddling with the street. Alright. Let's see. Two stocks apiece here. Can we clean it out sooner this time? Gets an F smash. Still not quite enough. He could get back, but he helped Cox the ledge. Very good. Good job. Fast cleanup. Good enough. Good enough. Fair Tipper into S-Mash. Ah, das reicht, um ihn von der Stage zu fegen. Da ist es 1-0 für den Buff-Torge. Bolong. Okay, where are we going here? I think he takes him. FD. Ich überlege gerade. I'm talking to. It's not FD. Wait, he goes. Dreamland and it's Fox, Fox Target. What, how? Ja, kann ich schon spielen? Kann ich schon spielen vielleicht? Das, Wir fangen mit Eon, kommt mal wieder. Wir fangen mit Eon, können wir mal spielen. Ja, okay. Das ist mit dem Timing her viel besser. Das habe ich gerade geguckt, nämlich. Das habe ich nämlich gerade geguckt, wo das Final war, was wir eben. Naja. Ich denke, das nächste. Das sind ja vier Sets. Das sind vier Sets. Steep Story auf jeden Fall. Und die zwei müssen eh, weil. Hier auch, die müssen ja. Wir müssen das spielen. Also yeah, die vier müssen wir. Hintereinander. Ja. Das heißt, ja, davor noch, haben wir nur noch. Und dann noch eins. Da können wir noch meins. Deins hier gegen und dann müssen wir nicht. Ja, okay. Und dann sind die schon mal fertig. Das geht eins sehr schnell. Alright. Oh, Buff Target switching to Fox. He said enough with the matchup. Darf sie? Perfect, okay. Thank you so much. Juliano. Oh shit. Oh, die Nadel trifft gerade so. Ah, aber auf Tage kommt zurück. Oh, er war bereit für die Fair, aber nicht für den Downtilt. Oh. Fickt ihn mit der Nähe runter und das reicht, um ihn zu killen. 160% der Fox. Eine Fair könnte reichen, um von der Stage zu fegen, aber er die Eye, diese Downtilt so gut, dass er dann nicht mehr daherkommt. Das ist crazy, muss man auch erstmal schaffen. Weak Bear. Er ist auf Stage. Ah, da hätte er noch eine Bear oder so raushauen müssen. Fox holt die wichtigen Prozente. Und Fox hat auch hier so viele Möglichkeiten zu töten. Ist I don't know, ob das ein guter Counterpick ist. Shika keine Recovery. Huh? Ich weiß nicht, ob das ein guter Counterpick ist. Shika keine Recovery. Und Fox schon. Ja. Fox kann wegrennen und. Obwohl, er dachte, er spielt Marth. Also gegen Marth wäre es wahrscheinlich ein guter Counterpick gewesen. Gegen Marth wäre es ein guter Counterpick gewesen, glaube ich. Was? Fox? Nee, Jonas hat er gepickt. Achso, ja, von der Stage. Und er dachte, er spielt gegen Marth. Und dann ist. Gegen bei Sheik Marth wahrscheinlich guter. Ja. Achso, ja, auf jeden Fall, ich agree. Nicht gegen. Vielleicht Pokémon, weil man hat vor allem ähnlich, aber auch gemacht. Die ersten zwei Games haben wir der Sheik gespielt, also ja. Tatsächlich. Und ja. Dann auch Yoshi's Fetterfelko gepickt. Oh shit! Ja, das ist ein alter Mann. Wird er jetzt gegen Bambuseln. So wie er Bambuseln hat, wird er mit seinem Counter-Pick hier Und Bambuseln ist right. Mit einem clean 3-Star holt sich auf Target Game 2. Okay. Wir werden sehen, ob Jonas seine Strategie ändert. Would you believe it? Aber Battlefield Favorite Sheik. Auch nicht so unbedingt. Oh, Battlefield. Same matchup, different stage. Nee, ich kann aufhören. At least a Fox dies. Ja, der kam gerade zu oft zurück. Oh! Die Reverse Chain, let's go. Und er wurde nicht dafür gepunished. Oh mein Gott, er stared ihn down. Und sagt, ja komm, shield doch, du Rush. Oh!
Er kriegt nicht den Slider auf, er kriegt nicht die Stereo, aber gerade so auch nicht den Tod. Wird auf die Plattform gescheint. Ah, Turn mal wieder an. Nochmal so ein Rap, bitte rüber. Aber aus hier ab erst auf Battlefield rauszukommen, ist auch nervig. Kick. Oh, mit dem Double Jump Fair. Oh mein Gott, aber er gibt ihm die Ledge Slider. Oh, mit dem Jab schön unterbrochen. Die Weak Bear. Oh, die hat so viele Knockdowns. Ich weiß nicht, was man als Chic macht. Schneller sein? Oder einfach Tech Chasen halt, I guess. Oh, going up, down, up, down. Unpredictable. Der Tag verrät ihn da ein bisschen. Ich glaube, ohne Tag wäre es schwieriger gewesen, auch zu reagieren. Also der Tag über dem Kopf. Als Chic Man ist eigentlich der Play, keinen Tag zu haben. Oh, eat meine Needles, sagt er. Ah, geht ein bisschen zu früh auf Stage für die Fair. Ja, das war auch gegen Jonas natürlich mein biggest. Sick. Let's go, das killt. Der Kill ist hier. Und was ist dein biggest was? Fucking Ledge Ram, muss auch sagen. Oh, nice. Das covert halt auch ewig. Und genau, ich kann dasselbe Problem haben, wenn Jonas auch hier zu haben. Ja. Das ist in Anführungszeichen ein neuer Player-Ding. Oh. Das ist grabbing Ledge consistently. Oh, Jab auf Smash. One more stock. Can he get it? Can he get it? Comeback, we start with the How's he gonna get got? Down tilt, okay, into grab. Into edge. Achso, oder stream? Achso, oder wir streamen jetzt Winners Finals danach. Und ich spiele. Oder Weil die beiden sind letzten, die wir noch gleichzeitig spielen können. Ja. Aber auf Tage gegen mich halt schon spannend. Ja, wie viel ist das denn? Ja, da killt er ihn. Ich überlege. Kann man noch beide machen, oder? Aber ja, kann man schon noch streamen, glaube ich. Also, ich überlege, ob wir mich streamen und das Winners Finals oder beide. Kann sein, dass du eine Pause brauchst. Oder? Benno Down ist Stock versus Stefan's Kopf. Achso, die sind auch bald fertig, oder? Ah, Stefan ist ein Abistock. Ja, Konzi, ich überlege, was wir streamen. Wollt ihr jetzt mal das Final, oder? Weil ich bin auch noch. Ja, dann ich musste warten. Rivka und Link spielen schon. Oder wollen wir? Deshalb. Ach so. Ach so. Ja, gut, dann. Soll ich leiser machen? Ist Audio zu laut von im Game oder was? Ich hatte es zu laut gemacht. Okay. Ja. Vorhin wurde zu laut gemacht. Ich hatte es zu laut gemacht. Ich bin
Könnt ihr tracken. Hm? Ja, du musst ja eh was gegen Schatz spielen. Ich hatte gerade im Moment keinen Bock auf Nach oder so. Thank you.
das ist ein Fleck hinten auf dem Schild. Ja, da sehe ich ein Loch hin. Fällt bald auseinander. Ich würde sagen, 2 Jahre intensive Nutzung ist, glaube ich, ein guter Background für ein Shirt, oder? Weil es ist auch, also, es ist einfach nicht bräulich, dass du wie zum Kessel hast, wenn du so eine Stadt und ewig lang trägst. Eben oft trägst auch und immer bist du so ein kleines bisschen noch so, einfach nicht mehr richtig sauber. Ich denke, das ist ein geiler Ding, aber gut, wenn du dann nicht mehr viel dann, was machst du denn eigentlich? Ja, voll. Ja, ja, das ist auch toll. Dafür habe ich dieses so tolle Feste oder so. Da passiert das gut. Das ist super. Großer Fan. Aber das hier hat sich super geil. Ich muss durch die Teilung, dass das so ein bisschen gleich ist, weil es schlecht war, aber am Tag, da hat es am ersten so. Ja, ja. Ich glaube, ich lasse das nochmal. Irgendwie. Das ist noch nicht mein Antrag.
kriegen das mit ich glaube, es ist nicht so spannend.
und Pork. Es gibt ja alles Vegetable ist nicht vegan, weil da ist Milch drin. Und habe ich so glücklich gemacht. Ich hätte tatsächlich sogar geschissen, dass ich Chicken gemacht habe. Aber die Sache ist halt, das ist einfach keine Ja. Voll, wenn ich einen Fortnite spiele, spiele ich sofort schlechter.
Also nicht, dass es bei mir so ein riesiger Range wäre, ne? Also. Ja. Es heißt, ich verkacke im Grab. Das kennt ihr. Ich hoffe, dass ich mich erholt von dem Fachmatch. Ich bin dafür wieder ein Fachmatch. Ich habe gehört, dass wegen der ganzen Flowies auch ein bisschen aufgekommen sind. Das ist halt auch immer noch ein Fleisch. Dagegen Ofen. Hilft der gegen Third? Yes. Oh, shit! Two.
dann sehen wir uns nach der Sommerpause wieder. Vielleicht. Nächste Woche nicht? Ich fahre nicht über Donnerstag schon weg. Thank you.
So, was Leute, was los, Leute? Thank you.
Wir beide in unserem Menschen-Opel-Pappe gesagt. Vor allem zweimal hintereinander gegen Puff 3-2 schon. Der Arme, Alter. 10 Puff-Games hintereinander. Oh mein Gott. Strasking. Spiel eine Ausdauer. Alter. Und danach gegen Fox spielen. Ja, und jetzt auf einmal ein ganz anderes Tempo. Thank you.
Super Marios oder was Wii U. Diese ganze Scheiße. Plus Luigi. Gibt's dann auch Marios? Oh shit! Marios? Sorry, Marios hat mich kurz gekillt. Nee, es gab Marios Bros. Wonder. Das kann das Wonder. Das ist länger als zu vergessen auf Switch. 3,5 Jahre, wenn ich mal beim Turnier gespielt habe, erstmal halt dritter Platz. Das ist insane. Was für ein Ritter? Oder ein Ritter? Was für ein Ritter? Ritter. Die Mods, Modcheck. Oh mein Gott. Jemand hat den. Wir haben es gespendet. Ich glaube, Julian hat ihn dann gepinnt oder sowas. Was war? Irgendeiner, der uns Viewer kaufen möchte. Also, wo wir Viewer kaufen können. Hast du gebannt? Ja. Und kurz war, glaube ich, Julian wegen gepinnt. Oder so. Gib mir ein R. Gib mir ein F. Gib mir ein G. G. Gib mir ein A. A. Was heißt das? Ich habe nur das R nicht gesagt, das sage ich jetzt. Aber Game
5 gegen 2 Puffs ist schon eklig. Vor allem gegen Jan einfach zweimal FD, zweimal Greenland. Bei dir hat er auch Game 1 nicht gewonnen, ne? Ne. Bei uns war immer abwechselnd. Außer das Game. Ja. Clip, Julian. Wo ist der Clip-Button? Laptop. Den haben wir seit 3 Wochen tausend gar nicht mehr. Ja, weil der auf Linux nicht mehr funktioniert. Das habe ich schon gemacht. Das war notwendig. Ja. Ich glaube, da hast du auch nur noch ein Sterling oder so. Yeah.
Arcadian 2? Er ist doch auch Charlottenburg. Thank you.
Und mach das einfach und dann geht's besser. Was machst du eigentlich so Uni oder Beruf? Ich mache gerade eine Ausbildung, habe ich dieses Jahr angefangen für Anwendungsentwicklung. Ich bin jetzt bei der Firma, die halt Vereine und ich habe leider von, also ich weiß, dass PHP irgendwie nicht so, das ist ein anderer React. Wie steht's? Ich sehe es, ja. Ich erstelle Melee-Content, den ich einmal ein paar Jahre hergebe. Und anfängst, Box zu spielen. Ich glaube, Maxi hat noch eine Box, die er aber nicht spielt oder so. Das ist auch so eine Combo? Nee, das ist eine richtige Box. Ja. Aber meinst du, das ist so ein Open-Source-Schema? Ja. Es gibt ja auch Leute, die so Controller mal drin. Ja, ja, ja. Die Asche war so gut damals. Manni, Niki. Achso, ich dachte, hier in Berlin, ja. Ja, ja, in Berlin. Ich dachte, du meinst. Die hatte auch ein paar eigene Boxen. Ich hab das, ich lese halt so einmal im Monat. Achso, ja, ja. Massenbrüche. Ich kann ja auch mal meine Reparatur spielen. Ich muss nicht. Ich muss halt nur etwas löten, aber sonst auch nicht. Also ich glaube, du bist auch nicht. Ja, nee, ich meine, das ist auch okay, das ist Cash Money. Wie viel? 6 Euro und 12. Und 12. Das ist so anspannend, das Match. Ich weiß nicht, ob es mal nochmal stimmt, aber das ist wieder besser. Ja, dann ist es natürlich. Das ist ja auch mit.
Thank you.
Ja. Auf die. Let's go. Das ist nicht dort, wo die Fernseher sind, die auch die Sicherungskette geschickt werden. Nee, aber die brauchen wir nicht. Scheiße. Also, wenn mein Schädel eingetrümmert ist, dann ist. Beschwer dich mal nicht jetzt. Am besten hat er den Schaden, die da, wo die auf dem Boden sind. Ich hätte schon einen Kacken. Ich hab's besser. Ist noch was Sebastian hier? Nee, das ist alles gefixt. Warst du bei der Kinderfraktion nicht dabei? Da steht ja Sebastian Bier. Achso, okay. Die haben alles gekriegt da. Ich mach mal aus, deswegen ist Leder.